Gudrun, und willkommen. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei mir beim Whisky Bubbler. Und heute habe ich für dich ein Benriach von 1976 dabei. Benriach 1976 mit 36 Jahren. Wow. Ich habe ja immer mal wieder was Spannendes dabei und auch heute nehme ich euch wieder mit. Ich habe vom Whisky Cues, vom Finest Whisky damals auf der Limburger Whisky Fair diesen Tropfen bekommen, meine ich. Ich glaube, es war in Limburg gewesen. Und das ist ein 36 Jahre alter Benriach, der für die Whisky Fair, also für Limburger Whisky Messe selbst, damals 2003 gebottelt wurde. Mit 36 Jahren von 1976, ist abgefüllt mit 49,3 Volumenprozente und ja, ist ein Single Cast, Sherry Abfüllung, über 700 Flaschen. Die Details probiere ich mal von der Flasche einzublenden. Ich habe wie gesagt nur ein Sample. Das ist immer spannend, ne? Da freut man sich drauf auf solche Tropfen, wenn man mal die Gelegenheit hat, so ein bisschen Historie zu probieren. Ich meine, Benriach Single Cast, da gab es ganz viele in diesem Jahr von 76 bis 2013. Diese hier war für die Limburger Whisky Messe und ich werde ihn jetzt mal ein bisschen stehen lassen, verriechen, verschmecken, meine Eindrücke schildern ja, und mich dann wieder melden mit einem kleinen Fazit. Benriach ist ja eine Speyside-Brennerei, die von Brown-Forman übernommen wurde, damals gegründet 1898. Mittlerweile ist sie ja mit Glendronach und Glenclasso an Brown-Forman verkauft. Das ist jetzt noch hier so die Zeit davor. Wie gesagt, 195 Flaschen Sherry-Fass. Fass ist die 731 und ich werde den jetzt einfach verriechen. Hier kommen schon diese exotischen Früchte einem entgegen. Ich hatte ja schon mal einen verkostet von 76, das ist jetzt ein anderes Fass. Ja, so ein helles Fruchtkompott, Birne. Eingedickte Birne, vielleicht auch schon Pfirsich. Dazu Malz, so ein getreidiger Charakter. Holz. Ja, 36 Jahre, bringt gewisses Holzaroma mit. Oft, ich meine, wir haben es ja mit dem Sherry-Fass zu tun. Es wirkt jetzt nicht so dunkelfruchtig, es ist eher so hellfruchtig, exotisch fruchtig, anstatt irgendwie so dunkle Früchte. Auch die Farbe ist ja nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert und alles. Hat so einen dunklen Bernsteinton, der so auch ein leichtes Braun mit reinmischt. Schön. Cremig, weich, buttrig, Holz. Mit diesem intensiven Fruchtkompott mit leichtem Pfirsich, würde ich sagen. So lasse ich die Nase stehen. Ich freue mich drauf, den zu verkosten. Benriach, ich freue mich schon, diesen Tropfen zu verkosten. Normalerweise Fassstärke habe ich oft Wasser da, 49,3. Die kann man so trinken. Wasser läuft eh schon im Mund so zusammen. Auf alle Benriach-Freunde, auf euch. Den will man gar nicht runterschlucken. Da kommt so eine, ja, schon eine Würze, eine leicht bittere Note am Anfang im Anklang, wird dann aber total von diesem exotischen, ja, Fruchtkompott. Vom Pfirsich würde ich jetzt weggehen. Da kommt manchmal so, ja, schon so ein bisschen Pfirsich mit aber auch Ananas durch. Richtig exotisch, so eine Frucht. Kraft, die auf der Zunge liegt, begleitet immer von einer Würze und Holz. Und das im Wechselspiel hin und her. Und der Abgang ganz lange. Liegt mir immer noch auf der Zunge. Liegt jetzt nicht breit im Mund, sondern eher so auf der Zungenspitze. Und diese exotischen Früchte sind da bis zum Umfallen. Blassen jetzt langsam erst aus. Und dazu kommt so ein bisschen, ja, so das Holz. Jetzt nicht würzig, aber so leicht bitter langsam. Freue ich mich auf den zweiten Schluck. Ja, da ist auch wieder diese exotische Ananas. Aber ein bisschen
Ja, die Würze ist jetzt auch da ein bisschen schwerfälliger mit dem Holz. Jetzt merkt man ganz dominant das Holz. Holz mit diesen Früchten, diese leichte, hellfruchtige Komponente geht weg. Jetzt zeigt sich vielleicht das Sherry-Fass, dass das ein bisschen tiefer liegt, ein bisschen die ja, so Röstaromen jetzt auch mitbringt. Ja. Ganz spannend, also ein Malt, wo ich mir die andere Hälfte auch noch in Ruhe einschenken kann und dann Stück für Stück quasi jede halbe Stunde was Neues entdecken kann. Ganz toll. Mein Fazit zu diesem Benriach 1976 von 2013 ja abgefüllt mit 36 Jahren. Ach. Kann man einfach nur schwärmen über so alte Tropfen. Benriach Single Cask in Fassstärke mit unter 50%, richtig kräftig, kleidet den Mund aus. Der Whisky ist immer noch da. So eine Kombination von Alter und auch intensiven Früchten, leicht exotisch oder intensiv exotisch, was dann irgendwann umschwenkt in exotisch mit viel Holz und Röstaromen. Also eine gewisse Komplexität, die natürlich nur Alter mit sich bringen kann oft. Obwohl es auch unglaublich tolle junge Whiskys gibt. Hier, das ist natürlich ein Fest, wenn man sich sowas ja, einschenken darf, probieren. Macht unglaublich viel Laune. Vielen Dank für das Sample, was ich zur Verfügung gestellt bekommen habe von dir, Markus. Danke. Und du hast ja unglaublich viele verkostet. Ich probiere das mal einzublenden von verschiedenen 76ern und anderen Jahrgängen. Also diese alten Benriachs machen wirklich Spaß. Ganz toll. Manko, wie immer, ne? Bei so alten Benriachs ist jetzt keine Brennerei, die irgendwie nicht gefragt wäre. Die steht dann doch ein bisschen irgendwie im Vordergrund bei dem einen oder anderen. Dann 76er Jahrgang ist auch wieder ein Jahrgang, der viele trifft. Ich glaube, preislich 650 € oder so. Das ist natürlich eine Ansage. Wer irgendwie an so eine Flasche kommt oder auf einer Messe sich so ein Sample besorgen kann, tut es. Es ist wirklich eine Erfahrung. Setzt euch in Ruhe hin, so wie ich es machen werde, an einem anderen Tag nochmal den Rest des Samples zu verkosten. Das reicht aus, man braucht auch keine ganze Flasche. Wer eine ganze Flasche hat, toll, genial, genießt sie. Ich freue mich einfach, dass ich diesen leckeren Tram genießen kann und hoffe, dass ich euch mitnehmen konnte in diese kleine Zeitreise von dieser tollen Brennerei. Und würde sagen, ich freue mich, wenn ihr demnächst wieder einschaltet. Ciao.